dachte, ich fange mal mit einem neuen Vlog an. Heute so am Samstag. Es ist Samstag, der 1. Juli. Und ich habe gerade gedreht und wollte mal mein Chaos sehen, wie das immer aussieht, wenn ich fertig bin mit Drehen. Ich habe zwischen die Kamera habe ich ja in der Hand, die Softbox habe ich schon weggeräumt und das sind die Bücher, die ich gerade für den Dreh gebraucht habe. Die muss ich jetzt alle erstmal wieder wegräumen und einsortieren und das Chaos hier beseitigen. Dann möchte der kleine Schatz hier, wo ist er denn? Da, der möchte jetzt auch gerne etwas spielen, der hat jetzt schön Ruhe gehalten. Na, ich kann ja meinen Hund immer wieder nur loben, wenn ich drehe, liegt der immer irgendwo und pennt und lässt mich in Ruhe drehen und ist da echt ein ganz, ganz lieber. Und deswegen muss ich dann aber nach dem Drehen den Hund immer beschäftigen und mit dem spielen und irgendwas machen. Und deswegen, ich werde jetzt erstmal aufräumen und dann mit dem Hund rausgehen und mit ihm ein bisschen spielen. Und ja, ich würde sagen, willkommen in einer neuen Vlogwoche. Ich habe gestern nicht gefilmt. Ich wollte die Kamera eigentlich mit zu Jenny nehmen. Aber dann habe ich es vergessen. Deswegen habe ich gestern dann gar nicht gefilmt. Und ich bin jetzt auf dem Weg zur Arbeit, wie immer. Ich bin wie immer spät dran. Und ich dachte, ich sage euch aber einfach schon mal guten Morgen. Wie ihr seht, die Sonne scheint. Es wird hoffentlich heute schönes Wetter. Und ja, jetzt muss ich aber erstmal arbeiten. Und ich würde sagen, ich melde mich heute Nachmittag. Bis dann! Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Dienstag, der 4. Juli schon, meine Güte. Und ich habe gestern doch nicht mehr gefilmt. Ich habe es irgendwie vergessen. Die Kamera lag die ganze Zeit in meiner Handtasche und ich wollte gestern in der Mittagspause eigentlich noch ein bisschen so was filmen, aber das habe ich dann irgendwie auch nicht geschafft, weil ich die Hände voll hatte und im Moment kriege ich es irgendwie nicht auf die Reihe, die Kamera mitzunehmen und zu filmen. Sonntag habe ich es ja auch vergessen. Also ja, gibt es im Moment mehr Gelabere als alles andere. Ich dachte, ich halte euch aber mal ganz kurz auf dem Laufenden. Im Moment lese ich gerade dieses Buch hier, Goldener Käfig von Victoria Aveyard. Aveyard, ich weiß nicht, wie man diesen Namen ausspricht. Dieses Buch ist ja der dritte Teil von Die Farben des Blutes. Bisher gefällt er mir echt gut. Ich bin auf Seite 200. Aber so langsam könnte was passieren, weil ich finde, so langsam könnte die Geschichte ein bisschen Fahrt aufnehmen. Also es ist schon was passiert und was auch spannend war, aber ja, die Geschichte schreitet irgendwie nicht so richtig voran und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich habe 200 Seiten so gelesen, ich möchte jetzt gerne, dass was passiert, ich möchte gerne, dass sich die Geschichte entwickelt, ich möchte gerne, dass mit der Protagonistin irgendwas passiert. Ja, und hoffe, dass das jetzt auch demnächst kommt. Ich lese da aktuell jeden Tag so 60 Seiten, weil ich finde, der Schreibstil von Victoria Aveyard ist sehr detailreich. Also, sie beschreibt sehr, sehr viel und sie umschreibt halt auch sehr viel und was ich sehr, sehr gut finde für die Geschichte, gerade da es ja eine High-Fantasy-Geschichte ist und ja, aber es ist halt anstrengend zu lesen für mich, deswegen brauche ich halt immer ein bisschen länger und deswegen lese ich da halt jeden Tag nur so 60, 80 Seiten und da kann ich mir die Zeit für nehmen und da komme ich so schön in Ruhe durchs Buch. Dann lese ich gerade noch den zweiten Teil von Rose Bloom's Rage.
Da habe ich ja den ersten Teil vor einem Monat oder 6 Wochen oder sowas gelesen. Und der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da ging es ja um so einen Mixed Martial Arts Kämpfer. Und das Ende vom ersten Teil war wirklich fies, denn das war ein sehr, sehr offenes Ende. Und ja, es gibt einen zweiten Teil. Und den lese ich auch gerade nochmal als Testleser. Da bin ich ungefähr bei, ich glaube, 30% jetzt oder 35%. Da will ich heute auch auf jeden Fall noch weiterlesen, wie bei Der Goldene Käfig. Und ja, das ist aktuell das, was ich lese. Ansonsten gibt es nichts viel Neues zu erzählen. Ich muss jetzt gleich ins Büro. Bin auch sehr müde, wie eigentlich jeden früh. Und ja, ich muss doch ein Video schneiden für Sonntag. Also nicht diesen Sonntag, sondern nächsten Sonntag. Weil diesen Sonntag machen wir unser Hangout. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Und ob ich mit Niki alleine da sitze am Ende und Sina. Wenn nicht, ist das auch nicht schlimm, aber naja. Ich glaube, da geht halt mein Ankündigungsvideo online. Ja, genau. Ja. Ansonsten muss ich echt mal das Buch von meiner Arbeitskollegin lesen. Und mit Niki muss ich auch irgendwie mal noch anfangen zu lesen. Ich glaube, wir wollten Freitag anfangen. Das heißt, ich muss mit Rose auf jeden Fall heute und morgen fertig werden. Weil sonst wird das nichts. Ja. Mehr gibt es auch im Moment eigentlich nicht zu erzählen. Unser Auto geht heute in die Werkstatt. Wir haben heute Ölwechsel. So, ich gehe jetzt erstmal auf Arbeit. Guten Abend, ihr Lieben. Wie ihr seht, der Fernseher läuft. Nicht wundern, wenn es hier reflektiert. Ansonsten bin ich müde. Es ist um 10 Uhr abends. Ich habe gerade gelesen und ich habe für heute das Lesen beendet. Weil ich bin einfach so fertig. Ich krieg nichts mehr verarbeitet. Ich habe erst 60 Seiten Der Goldene Käfig gelesen. Oder es heißt ja nicht Der Goldene Käfig, es heißt ja nur Goldener Käfig. Aber ich muss irgendwie mal der da davor setzen. Naja, auf jeden Fall habe ich davon 60 Seiten gelesen. Da bin ich dann morgen. Wenn ich morgen meine 60 Seiten gelesen habe, bin ich bei der Hälfte. Und da bin ich sehr, sehr froh drüber, weil das Buch ist echt mega dick, ey. Also das ist der Hammer. Habe ich euch das Buch eigentlich schon mal gezeigt? Ich weiß es nicht. Es liegt ja jetzt hier ohne Schutzumschlag. Und ja, das ist es. Also wie ihr seht, das ist ein richtig schwerer Klopfer und Schinken. Und ihr seht hier noch meine Marker. Da vorne, wo der breite Streifen ist, das habe ich schon gelesen. Yippie! Das Buch ist nicht langweilig oder irgendwas. Ich mag es sehr. Ich finde die Protagonistin, sie heißt der Mare. Ich sage aber mal Mare. Ich bin in Deutschland. Das heißt Mare. Da steht Mare. Mare. Also ich weiß, dass sie eigentlich Mare heißt. Aber für mich ist das Mare. Also wenn ich immer Mare sage, wundert euch nicht, entschuldigt mich. Das ist halt einfach, ich bin, das ist halt einfach so. Ich sage da Mare. Punkt. Und ja, und ich muss auch sagen, dass mir die Protagonistin viel, viel besser gefällt. Also Mare wirkt viel sympathischer auf mich und viel authentischer auch. Ich kann sie verstehen, ich kann ihre Gedankengänge verstehen. Ich finde, die Geschichte im zweiten Teil war ja wirklich mehr auf Flucht angelegt und auf, wie geht es jetzt weiter? Und jetzt der dritte Teil ist halt mehr auf einen Blick hinter die Kulissen gerichtet. Also wir befinden uns ja im Feindeslager quasi und bekommen da halt sehr, sehr viel mit. Wir bekommen halt mit, was für Intrigen gesponnen werden. Wir bekommen halt mit, was so alles da dahinter steht. Und das finde ich schon sehr, sehr interessant und ist auch spannend zu lesen. Aber wie gesagt, dieser Schreibstil ist nicht hundertprozentig meins. Also ich könnte dieses Buch nie so durchziehen und wegatmen. Ja, aber ansonsten mag ich es von der Geschichte her. Dann lese ich ja gerade noch den zweiten Teil von Rage. Der ist Fight for Your Love, glaube ich, mit Untertitel. Also der erste ist Fight for Desire und der zweite, glaube ich, Fight for Love. Ich möchte jetzt nichts weiter sagen. Da habe ich heute auch weiter gelesen, da bin ich jetzt bei 71%. Das werde ich dann morgen beenden, dieses Buch. Also die restlichen 30%. Und ich sage mal Tschüss und wir sehen uns irgendwann die Woche nochmal wieder. Mal gucken, wann ich dazu komme, noch irgendwas zu filmen oder so. Naja, bis dann.
Donnerstagabend inzwischen. Ich habe keine Ahnung, wann das letzte Mal gevloggt. Ich glaube vorgestern. Ich weiß gar nicht, habe ich gestern gevloggt? Nee, ich glaube gestern habe ich nicht gevloggt. Ich glaube vorgestern, also am Dienstag habe ich mich das letzte Mal gemeldet. Und deswegen dachte ich melde mich nochmal ganz kurz bei euch. Ich habe inzwischen den zweiten Teil von Rage von Rose Bloom beendet. War wieder eine süße Geschichte, hat mir gut gefallen, der zweite Teil. Hatte ich auch nichts zu meckern jetzt beim Testlesen. Alles gut, alles schön, alles toll. Näheres gibt es dann dazu, wenn ich das Video dann dazu drehe. Ansonsten habe ich Goldener Käfig weitergelesen von Victoria Aveyard. Also den dritten Teil von Die Farben des Blutes. Und ich bin jetzt auf Seite 400, wo ich jetzt gerade aufgehört habe, von 670. Also ich bin rein theoretisch am Montag fertig mit Lesen. Wenn ich jetzt übers Wochenende das nicht durchziehe und doch irgendwie schneller lese. Ja, es ist jetzt auf Seite 400 endlich etwas passiert. Und ich denke mir so, endlich ist es passiert, auf das, was ich die ganze Zeit gewartet habe. Das Buch gefällt mir immer noch ganz gut. Also wie gesagt, es ist mit dem Schreibstil ein bisschen schwierig gewesen bisher, weil einfach nicht so viel passiert ist in dem Buch. Aber jetzt in diesem Abschnitt ist es passiert und es war so spannend und es war so schön zu lesen und es hat Spaß gemacht zu lesen und ja, ich freue mich. Wenn diese Kapitel von diesem Buch nicht so elend lang wären, da ist ein Kapitel einfach mal 30 Seiten, hätte ich jetzt gerne noch ein, zwei Kapitel gelesen, aber ich habe keine Lust, jetzt nochmal 30 Seiten zu lesen. Vor allem, da jetzt wieder ein Perspektivenwechsel in der Geschichte war und ich diese Perspektive gerade nicht lesen wollte. Deswegen habe ich mir gedacht, du hörst jetzt auf für heute zu lesen. Mit Goldener Käfig und lies dann morgen weiter. Morgen habe ich auch ein bisschen mehr Zeit. Ich bin nämlich heute nach Hause gekommen, habe dann erstmal Sport gemacht, eine halbe Stunde. Ich war so im Arsch da danach. Dann bin ich erstmal duschen gegangen. Dann habe ich Essen gemacht. Dann habe ich noch einen Kuchen gebacken, weil mein Freund gerne noch einen Apfelmuskuchen haben wollte. Also habe ich noch einen Apfelmuskuchen gebacken. Und dann habe ich mich hingesetzt und gelesen. Und jetzt haben wir es gleich 21 Uhr. Und ich habe nicht wirklich irgendwas anderes heute gemacht, außer Kuchen gebacken, Abendbrot essen, Sport und lesen. Meine Güte, eigentlich wollte ich mich ja nochmal an den PC setzen und das Video schneiden für übernächsten Sonntag, aber na gut, werde ich dann vielleicht morgen machen. Mal gucken, wie ich es schaffe. Ich habe heute auf jeden Fall Post bekommen vom HarperCollins Verlag. Ihr wisst, ich liebe diesen Verlag. Die Leute bei dem Verlag sind alle so nett. Auf jeden Fall habe ich Post bekommen vom HarperCollins Verlag. Ich hatte ja dieses Buch hier angefragt. Big Rock, 7 Tage gehörst du mir. Ich fand, es hat sich ja ganz, ganz toll angehört. Und ich war erstaunt, dass dieses Buch recht dünn ist. Morgen weiß ich noch nicht, ob ich vlogge. Morgen steht bei mir auf dem Plan Lesen. Goldener Käfig. 70 Seiten. 78 Seiten, irgendwie sowas sind. Und, also 3 Kapitel. Es ist so krass. Oder sind es vielleicht sogar nur 2 Kapitel? Kann auch sein, dass nur 2 Kapitel sind. Denn wenn ich einer fragt, irgendwie hast du halt gelesen, 2 Kapitel. Denkst du so 20 Seiten? Nein, das sind 80 knapp. Naja, auf jeden Fall will ich morgen Goldener Käfig lesen. Dann will ich morgen endlich der Annika ihr Geburtstagsgeschenk einpacken. Das liegt hier schon seit Tagen alles fertig rum. Ich muss es nur noch einpacken, in den Karton tun und ja, dann auch noch an sie verschicken. Ich habe zwar noch Zeit. Annika hat erst in 2 Wochen, aber trotzdem. Ich habe sowas immer gerne vorher erledigt. Deswegen, das steht morgen noch für mich auf der To-Do-Liste. Und mit Annika Skype oder telefonieren will ich morgen noch. Da weiß ich aber auch noch nicht, wie und was und wann und wo. Dann müssen wir dann morgen Nachmittag mal abkaspern. Und ja, das habe ich so morgen auf dem Plan. Und diese Kamera schwankt hier gerade hell, dunkel. Jetzt bin ich wieder hell, eben war ich total dunkel. Ansonsten ist bei mir alles noch im grünen Bereich. Auf Arbeit läuft. Wir hatten heute Meeting. Ich habe Protokoll geschrieben. Das war das erste Mal. Ich war ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, es ist ganz gut geworden. Und ja, mal gucken, was wir morgen so machen. Auf jeden Fall macht es mir immer noch Spaß. Und ich finde immer noch, es war die beste Entscheidung, dass ich gewechselt habe. Ich wäre einfach nicht mehr glücklich geworden in meinem alten Team. Ja, naja, so ist das. So, ich höre jetzt auf, euch zuzukauen. Es ist schon wieder viel zu lang und überhaupt, das wird wieder der reinste Laber-Vlog. Ich lasse es jetzt. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich und ich sehe euch morgen oder so. Oh,
Heute ist Samstag und ich dachte, ich melde mich auch mal wieder zu Wort. Ich habe heute schon ganz fleißig gelesen und zwar Goldener Käfig. Da habe ich jetzt nicht mehr viel. Es sind rein theoretisch noch zwei Leseabschnitte, die ich lesen muss. Dann bin ich mit diesem Buch fertig. Bisher gefällt mir die Story richtig gut. Ich mag es, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich mag, wie sich Mara entwickelt hat. Aber sie entwickelt sich gerade schon wieder in so eine andere Richtung, die ich nicht gut finde. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was jetzt noch passiert auf den letzten 100 Seiten ungefähr. Dann habe ich heute noch angefangen, ein neues Buch zu lesen. Und zwar Insignia von S.J. Kincaid. Dieses Buch lese ich mit der lieben Niki zusammen. Da ich gestern nicht mehr dazu gekommen bin, das zu lesen, habe ich heute zwei Leseabschnitte. Da habe ich jetzt die erste Hälfte geschafft. Von gestern quasi das Stück und jetzt lese ich noch von heute das Stück. Ich bin super gut in die Geschichte reingekommen. Ich hatte keine Probleme, mich da durchzufinden. Der Schreibstil hat mir bisher richtig gut gefallen und die Story ist bisher auch sehr, sehr interessant. Und warum werde ich auf einmal so, hey, oh mein Gott, die Sonne kommt raus. Und ich habe noch ein drittes Buch, was ich im Moment lese. Und zwar ist das dieses hier, Big Rock, 7 Tage gehörst du mir. Das hatte ich beim Verlag angefragt und die haben es mir netterweise zur Verfügung gestellt. Und das ist ein erotischer Liebesroman. Und dieser Roman wird aus der Sicht des Kerls erzählt. Also nicht von ihr. Wir haben einen Protagonisten diesmal und er ist sehr selbstverliebt und er ist ein Charmeur und ein Frauenheld und es macht bisher sehr, sehr viel Spaß, dieses Buch zu lesen und das alles mal aus der Sicht des Mannes zu sehen und ich bin schon sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Die Geschichte hat jetzt auch gerade eine Wendung angenommen, die mir sehr gut gefallen hat. Ich meine, steht hinten drauf auf dem Klappentext, aber hat mir bisher auch sehr, sehr gut gefallen und ich freue mich da auch jetzt schon weiter zu lesen. Und ja, jetzt werde ich Insignia weiterlesen, den Abschnitt noch für heute. Dann bin ich auch so mit meinem Pflichtlesen quasi durch für heute. Dann habe ich heute schon Vaiana geschaut, den Disney-Film. Und ich muss sagen, der war so schön. Ich liebe ja Disney-Filme im Allgemeinen und Vaiana war echt richtig, richtig toll. So, mehr gibt es erstmal nicht zu erzählen. Ich werde jetzt lesen und ich würde sagen, wir hören uns später. Bis dann! Bin gerade dabei, diesen Vlog zu schneiden und habe festgestellt, ich habe noch nicht Tschüss gesagt und ich habe gestern noch mal kurz gevloggt und danach habe ich nichts weiter gesagt. Deswegen dachte ich, ich melde mich noch mal kurz, damit ich den Vlog jetzt auch ordnungsgemäß beenden kann. Heute ist Sonntag, es ist inzwischen 16.45 Uhr, wir haben in guten 2,5 Stunden das Hangout und ja, ich bin ein bisschen aufgeregt mit dem Hangout. Man weiß immer, nee, guckt da jetzt überhaupt einer zu oder nicht oder stellt einer Fragen oder was macht man. Aber wir sind heute definitiv zu viert. Das heißt, wir sind definitiv ein paar Leute mehr und können uns auch gegenseitig ein bisschen mehr Fragen stellen, falls halt wirklich keiner zuguckt. Und ob Annika mitmacht, wusste sie noch nicht, weil die heute noch verabredet ist. Mal gucken, wie sie es schafft. Ja, ansonsten habe ich heute Passengers geschaut. Den habe ich mir ausgeliehen auf Amazon und ich mag den Film sehr. Dann habe ich mir nochmal Vaiana angeguckt, weil den habe ich ja dann bis morgen noch, glaube ich, und dann ist er wieder weg. Ansonsten habe ich noch Big Rock beendet, 7 Tage gehörst du mir. Das habe ich gestern Abend noch gemacht, irgendwann 23 Uhr oder 23:30 oder so. Und ich muss sagen, dass mir die Geschichte richtig gut gefallen hat. Ich mochte die Charaktere, ich mochte die Story. Das Einzige, was mir ein bisschen fiel, war der erotische Anteil, weil dieser Typ wirklich die ganze Zeit nur an Sex denkt und so verhält er sich halt auch und bei dem dreht sich alles in seinem Kopf wirklich nur um das eine und das hat mich teilweise ein bisschen gestört. Es war andererseits auch wieder ganz, ganz witzig und ja, aber es war eine richtig schöne, süße Geschichte, die mir richtig gut gefallen hat. Ich, wie gesagt, mochte den Schreibstil, ich fand das Setting cool, ich fand die Charaktere gut und ich fand es richtig cool, dass man zwar aus der Sicht von ihm ja gelesen hat, aber man wusste trotzdem immer, was bei ihr im Kopf vorgeht, anhand ihres Verhaltens und ihrer Art und Weise, wie sie sich ihm gegenüber benommen hat, könnte man immer komplett nachvollziehen, wie die Frau sich gerade fühlt. Und das finde ich richtig, richtig gut. Das hat die Autorin ganz, ganz toll gemacht. Also beide Daumen hoch für dieses Buch. Mir hat es richtig gut gefallen. Auch wenn der erotische Anteil höher war, als es für meinen Geschmack lieb ist. Aber trotzdem, der Rest von der Geschichte war einfach so unglaublich cool. Ja, ich mochte es. Ich mochte es. Ich mochte es. Dann habe ich heute noch
Goldener Käfig beendet von Victoria Elfjord. Ich habe das jetzt einfach fertig gelesen. Ich wollte dann wissen, wie es ausgeht am Ende. Das ändert definitiv schon einen Cliffhanger. Also ich habe mir nur so gedacht, so, boah Leute, ihr macht euch das Leben aber auch echt unnötig schwer. Ich fand das Ende ansonsten gut. Es hat mir gut gefallen, wie das Ganze am Ende so aufgelöst wurde. Das große Drum und Dran. Die Entscheidung der einzelnen Charaktere konnte ich teilweise nicht verstehen. Und ja, jetzt kommt mein Freund. Mehr gibt es dazu aber im Moment eigentlich auch nicht zu sagen. Mehr dazu, wenn ich mein Video dazu drehe. Ansonsten würde ich jetzt sagen, ich beende den Vlog jetzt an dieser Stelle. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Und ich gehe mich jetzt um meinen Schatz kümmern. Bis dann.